und daheim und unterwegs gucken. Jetzt mit unserem nächsten Gast. Der hat eine irrsinnige Geschichte gemacht und erlebt. Daraus hat er ein Buch geschrieben. Das heißt 1 Million Minuten. Wie ich meiner Tochter einen Wunsch erfüllte und das Glück fand. Wenn man dieses Buch liest, dann fängt man unweigerlich an, darüber nachzudenken, was ist denn in meinem Leben wichtig? Man fragt sich aber auch, wie hat er das gemacht? Wie hat er das geschafft? Kann ich daraus was lernen für mein Leben? Reden wir gleich mit ihm drüber, mit Wolf Küper aus Bonn, der von seiner Tochter gelernt hat, wie man sich seine Träume erfüllt und der vorher mit Vollgas auf der Überholspur des Lebens unterwegs war. Vom Aufsteiger zum Aussteiger. Wolf Küper und seine Verwandlung. Der junge Küper macht Karriere. Als promovierter Biologe und Umweltwissenschaftler. Er erforscht die Tropen in den Wäldern Venezuelas und Ecuadors, wird UNO-Berater. Wolf Küper gewinnt weltweit an Ansehen. Dafür zahlt er einen hohen Preis. Seine Familie sieht er immer seltener. Und da sagt seine Tochter Nina zu ihm einen entscheidenden Satz. Ich wünsche mir 1 Million Minuten mit dir. Warum habe ich Zeit für alles, aber nie für die Dinge, die mir am allerwichtigsten sind? Für meine Familie, für meine Träume. Aufbruch zu einer Reise, die alles ändert. Der Karrieremensch entscheidet sich fürs Abenteuer Familie. Mit Tochter Nina, Sohn Simon und seiner Frau Vera geht's nach Thailand, Australien und Neuseeland. Ganze 2 Jahre, 1 Million Minuten voller Glück. Was hat sich verändert? Wie lebt er jetzt? Wollen wir ihn fragen. Wolf Küper, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Wonach haben Sie in den 2 Jahren gesucht? Nach der Zeit. Also das ist schon das Programm sozusagen gewesen, die 1 Million Minuten. Ich hatte vorher nie Zeit und das ist so eine Art Experiment gewesen eigentlich. Was passiert, wenn man sich 1 Million Minuten Zeit nimmt für das, was man wirklich machen will oder schon immer machen wollte? Danach haben wir gesucht. Was haben Sie gefunden? Auch wieder das gleiche Zeit. Also es verändert sehr stark. Es verändert die Beziehung innerhalb von der Familie, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Im Positiven? Es wird eigentlich nur im Positiven tatsächlich. Also man lernt sich ganz anders kennen. Die Kinder lernen die Eltern intensiver kennen, nicht nur als die Macher, die dann abends noch vorbeikommen und noch eine Geschichte vorlesen, sondern auch als die Leute, die vielleicht irgendwas mal nicht hinkriegen oder die, ne, also so aus dem richtigen Leben. Mhm. Und das war schon eine tolle Erfahrung. Und dann natürlich Zeit für sich selber zu haben und neue Projekte sich auszudenken, Ideen zu schmieden, das war viel wert. Sie waren früher, also davor, Tropenforscher, ja. Biologe, Berater für die Vereinten Nationen, viel unterwegs. Sie standen vor einer großen internationalen Karriere. Waren Sie nicht glücklich? Also ich war zufrieden damit, dass ich meinen Zielen so folgen konnte, beruflichen Zielen. Also es hat mit Träumen relativ wenig zu tun, mit Glück vielleicht auch. Mhm. Vielleicht habe ich es auch zeitweilig ein bisschen als Glück missverstanden. Im Nachhinein aber gemerkt, ja, für mich war es nicht das Glück. Also ich hatte vielleicht Erfolg und Geld und interessante Projekte auch. Das war vielleicht das Beste dran. Aber ich hatte halt nie Zeit für gar nichts. Und ich hätte dann auch für meine Kinder keine Zeit gehabt. Und da hört das Glück dann, glaube ich, auf, sehr schnell. Gut, dass Sie das gemerkt haben. Ja. Freunde und Kollegen haben gesagt, du verbaust dir deine Zukunft. Wie haben Sie reagiert? Ja, ist eben die Frage, was man als Zukunft empfindet. Mhm. Also wenn die berufliche Karriere einem am wichtigsten ist, dann war das Ende aller Träume sozusagen, dass ich das aufgegeben habe. Und das ist auch ein Preis, den man dann zahlt. Also das kann ich jetzt nicht wieder irgendwie anfangen oder so, sondern das war's. Ne? Also wenn man dann irgendwann das abbricht, so eine Karriere, gerade im wissenschaftlichen Bereich, dann ist Schluss. Echt? Also das dauert ein halbes Jahr und wenn man da nicht wieder da ist, dann ist eigentlich, fährt der Zug einfach weiter und man selber sitzt nicht mehr drauf. Mhm. Aber ich habe mir gar nichts verbaut, sondern das war eigentlich dann quasi so wie so ein Lotto, wie so ein Sechser im Lebenslotto. Schöner Satz. Das ging erst los dann. So hätte das Buch auch heißen können. Mein Sechser im Lebenslotto. Hatten Sie, wie sind Sie mit der Angst umgegangen? Ich gebe jetzt diese Existenz auf. Sie hatten ja nicht vor, komplett wegzugehen, das war ja klar. Ja. 1 Million Minuten, also 2 Jahre. Ja. Und dann komme ich ja wieder. Wie sind Sie mit der Angst umgegangen? Wie geht's danach weiter, sprich heute? Ich hatte gar nicht so eine Angst. Die hatte ich gar nicht. Das hat mich so beschäftigt, diese 1 Million Minuten. Und wir waren ja als Familie unterwegs. Als wir dann wiederkamen,
das geht schon immer irgendwie weiter. Also es ist dann eben nicht mehr so, vielleicht so, dass alle sagen, oh, was machst du denn da Tolles oder so, sondern fängt man vielleicht wieder klein an. Aber ich habe dann als Lehrer gearbeitet in Köln und es war wunderbar, also war überhaupt kein Problem. Mhm. Die Nina, die Ihnen diese Frage gestellt hat oder die Antwort gegeben hat, ich möchte gerne 1 Million Minuten mit dir, die ist auch mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Mhm. Wie äußert sich das? Also sie hat eine Ataxie, das ist so eine motorische Störung, die am Anfang auch noch deutlich gravierender schien, als sie jetzt mittlerweile sich herausgestellt hat. Zum Glück. Mhm. Aber sie hat halt vor allen Dingen so eine Seelenruhe. Also sie ist per se sehr langsam. Lamsang, sagt sie immer. Lamsang, genau. Sehr schön. Und sie nimmt sich für alles Zeit. Und das war für mich erstmal so, dass ich gedacht habe, so mein Gott, kann sie jetzt mal, endlich kannst du jetzt mal die Schuhe bitte schneller ziehen. Woraufhin sie sagt? Und sie sagt dann immer, keine hastig. Das ist so süß. Warum muss ich mich immer beeilen, wenn du keine Zeit hast? Es ist doch eigentlich meine Zeit und so. Und so sind wir dann so allmählich ins Nachdenken gekommen. Mhm. Und ich habe da viel von gelernt. Also inzwischen lasse ich mir auch Zeit. Sie haben so einen schönen Satz gesagt, wir leben, als wären wir mit einem Dreirad auf einer Autobahn unterwegs. So muss man sich das Leben mit der Nina vorstellen. Genau, das Leben ist ja ziemlich schnell. Also ich glaube, viele Leute sind einfach wahnsinnig beschäftigt. Und es geht immer weiter, immer hastig. Weiter, immer weiter. Hastig. Bloß keine hastig. Aber man denkt, man kommt halt selten dazu nachzudenken, ja, wo bleiben denn meine Millionen Minuten? Was habe ich in den letzten Millionen gemacht? Was habe ich in den Millionen, die vor mir liegen, jetzt eigentlich so konkret vor? Mhm. Und ich finde, das Leben verfliegt oft, wenn man sich nicht genau überlegt, was möchte ich damit machen. Wir gucken uns mal an, wie Sie diese 1 Million Minuten verbracht haben. Im Schnelldurchlauf leider. Ja. Aufbruch zu einer Reise, die alles verändert. Für Nina geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. 2 Jahre ist sie mit Eltern und Bruder unterwegs. Die Freiheit lockt, der Alltag bleibt zu Hause. Es geht nach Thailand, Australien und Neuseeland. In der Ferne sind sie sich endlich mal ganz nahe. Der Karrieremensch Wolf Küper entscheidet sich für das Abenteuer Familie. Auf ihrer Reise geht es nicht um das Spektakuläre, Sensationelle, sondern um die Frage, was passiert, wenn man sich eine lange Auszeit nimmt für das, was einem am allerwichtigsten ist. Und dann wagen sie es. Die Wohnung in Bonn wird gekündigt, der Hausstand verkauft. Träume nicht mehr stillschweigend ins Irgendwann verschieben, sondern leben, das ist ihnen gelungen. 1 Million Minuten geschenkte Zeit mit der Familie. Eine Reise ins Glück, ein Glück, das man auf keiner Karriereleiter erklimmt. Das sieht so paradiesisch aus, hört sich auch alles so paradiesisch an. Gut, Sie hatten auch ab und zu mal Schwierigkeiten auf der Reise, wie zum Beispiel in Neuseeland mit dem Wohnmobil. Aber das war das Beste eigentlich. Echt? Also die Panne, also ich habe das Wohnmobil in den Schnee gefahren und wir sind nicht mehr rausgekommen. Und das Ding ging auch nicht an. Und es war tatsächlich der kälteste Winter seit 30 Jahren. Und in Neuseeland bedeutet das wirklich was. Ne? Das sind echte Winter. Aber sie hat ein Handy dabei. Und das war, also Neuseeland ist ein einziges Funkloch. Da können Sie mit dem Handy gar nichts machen. Das ist ja das Schöne daran. Ja. Und wir waren halt komplett abgeschnitten. Und erst habe ich auch gedacht, na, ist das irgendwie, vielleicht wird das ein Problem. Aber eine Nacht konnten wir überstehen. Wir haben uns eingemummelt in alles, was wir hatten. Oh. Alle Klamotten übereinander angezogen. Und das Schöne war dann aber, dass wir so abgeschnitten waren. Und also das war extrem leise. Es war ganz dunkel. Mhm. Es gab nichts mehr außer uns. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt sind wir wirklich ganz, ganz weit weg von allem. Was normalerweise so da ist. Also Nina und Simon fanden das großartig. Und es ist hier so schön zuhausig, hat einer ihrer Kinder gesagt. Nina hat das gesagt, das war für mich auch was Besonderes. In dem Moment, wo wir da alle so zusammen gekuschelt lagen, hat sie dann gesagt, ja, das ist, jetzt ist es schön zuhausig. Und wir haben vorher viel diskutiert, wo ist zu Hause? Ja. Also Simon zum Beispiel ist auf der Reise groß geworden quasi. Also die ersten 2 Jahre hat er laufen gelernt und sprach auch eher Englisch als Deutsch. Oder Deutsch mit komischem australischen Akzent. Und für ihn war das völlig normal, dass man immer weiter reist. Als wir dann irgendwann in Bonn zurück waren, hat er irgendwann dann gesagt, ja, wann geht's denn jetzt mal wieder weiter? Also für ihn war das die Normalität, dass man unterwegs ist. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, keiner von Ihnen, Ihre Frau nicht, die Kinder nicht, Sie nicht, haben irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mir, jetzt möchte ich wieder zurück nach Hause. Nee, nie. Weil das Zuhause waren ja wir. Also das hatten wir ja immer um uns herum und das ist es auch so geblieben, glaube ich. Also meine Frau, die ist eine Rheinländerin, die ist schon sehr, sehr gerne hier. Mhm. Aber wir werden immer sozusagen das Zuhause mitnehmen, glaube ich, wenn wir unterwegs sind.
Mir persönlich geht es im Urlaub so, nach 6, 7, 8 Tagen werde ich wahnsinnig kribbelig und muss wieder, ja, weiß ich nicht was machen, weiter arbeiten wieder. Ich kriege die Krise, wenn ich nichts zu tun habe. Ich kann nicht immer nur lesen oder dann machen wir was, dann mietet man sich mal ein Auto, fährt man irgendwo hin oder so. Ist Ihnen das nicht so gegangen, dass Sie irgendwann gedacht haben, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt wieder mal was arbeiten beispielsweise? Also ich hab natürlich Tagebuch geführt und daraus ist ja auch dieses Buch dann entstanden. Also das war schon so ein kleines Projekt, aber ansonsten, wir hatten ja nichts zu tun. Also erstens mal waren wir mit den Kindern unterwegs. Also da kann man ja eigentlich 24 Stunden gut füllen mit 2 Kindern. Ja. Jeden Tag. Und dann ist man ja mitten in der Natur. Also man hat ja Meer und Berge und Regenwald und Wüste und alles und fliegende Fische. Und also das ist ja dieser ganze Reichtum, mit dem man sich dann auseinandersetzen kann und Kinder spielen damit. Mhm. Und das ist nie langweilig geworden. Also heute in der Redaktion haben einige gesagt, frag den mal, was das gekostet hat. Ja. So. Ist das nicht 7 Cent pro Minute. Das haben Sie ausgerechnet. Ich habe es hinterher ausgerechnet, weil alle immer sagen, wie könnt ihr euch das leisten? Ja. Das ist so eine Hauptfrage auch von den Leuten, die nicht fahren. Die fragen sich das vielleicht auch selber, wie können wir uns das eigentlich leisten? Ja. Aber das Komische daran ist, dass sich ja Millionen von Leuten jedes Jahr so Mittelklassewagen kaufen. 30.000 Euro. 30.000 Euro. Und für 30.000 Euro, wenn man das mal durch 7 Cent teilt, ne, da kann man unglaublich lange mit der Familie an den schönsten Orten der Welt sein. Ist das aber nicht genau das, was so ätzend ist? Sie haben gesagt, wir fahren weg, weil wir die Zeit suchen. Jetzt kommen Sie wieder, jetzt fragen die wieder alle nach der Kohle. Nee, im Moment, also ist auch nicht viel Kohle da, aber nee, eigentlich fragt da jetzt keiner nach. Also warum wir so viel ausgegeben haben oder was? Es war gar nicht so viel. Naja, es ist so, Sie haben Ihre Existenz aufgegeben, ja. Wohnung gekündigt, ja. Sachen verkauft. So, dann los. Ohne Zukunft sozusagen. Da sagen natürlich alle, ja, der hatte natürlich im Hintergrund einen Haufen Geld, davon hat er gelebt, jetzt ist noch ein bisschen was übrig. Dass überhaupt diese Fragen kommen. Jetzt sind wir wieder im Alltag angekommen, in Köln-Bonn. Jetzt stellen Ihnen diese Leute, ich beispielsweise, die Frage nach der Kohle. Das ist ja genau das, wovor Sie gewissermaßen weggegangen sind. Weil darum ging es Ihnen ja eben nicht. Ja, genau. Also man muss sich entscheiden, ob man Zeit in Geld umwandelt, permanent, durch Geld verdienen. Also ich rede nicht von interessanten Berufen. Mhm. Man kann das hier machen, das ist spannend und das würden wir wahrscheinlich immer weitermachen. Mhm. Aber ich rede davon, dass ja viele Leute einfach permanent ihre Lebenszeit verwandeln müssen, um irgendwann noch mal ein Dach über dem Kopf zu haben. Mhm. Das finde ich eine ganz, ganz interessante Sache, dass in so einem Land wie Deutschland, was so reich ist, die Leute permanent damit beschäftigt sind, das Geld noch zusammenzukratzen, weil sie auch vielleicht gar nicht anders können. Naja, weil sie auch an die Zukunft denken müssen, an die Rente zum Beispiel. Es gibt ein Foto, das spiegelt einen besonderen Moment wider. Papa, was willst du mal werden? Ich sehe es nicht. Sind Sie da gefragt? das finde ich irre. Papa, was willst du mal werden? Ja, typische Frage von Nina, aber ich glaube auch typisch für alle anderen Kinder auch, die eigentlich permanent diese Fragen rausfeuern und man hört es nicht richtig, weil man ja so beschäftigt ist. Ne? Aber so eine Frage bringt einen natürlich furchtbar ins Grübeln. Ja, das ist ein großes Privileg, dass ich kriege diese Fragen ständig. Also, und dann muss man natürlich überlegen, okay, bin ich eigentlich das geworden, was ich wollte oder bin ich es nicht? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Ja, finde ich ganz großartig. Also das ist so eine Erwachsenenbetreuung durch Kinder, ist eine klasse Sache. Sehr gut. Wir haben schon den 2. Buchtitel. Ja, da kommt. Es haben ja viele so einen Traum, fast jeder träumt davon. Hören wir uns doch mal um, ob Sie sich auch trauen würden, für Ihren Traum etwas aufzugeben. Ja, logisch. Und warum? Ja, wenn das ein Traum ist, dann muss man das doch machen. Ne? Leben ist doch viel zu kurz. Man hat zwar Träume, man träumt doch davon, irgendetwas zu haben zu wollen. Aber deswegen würde ich jetzt, weil es eigentlich unerfüllbar ist, eigentlich, würde ich das andere nicht aufgeben wollen. Würden Sie für Ihren Traum alles aufgeben, auch Ihre bürgerliche Existenz? Mitunter ja, da haben Sie den richtigen gefunden. Das kann schon sein, ja. Aussteigen war durchaus schon ein Thema. Ganz klares Nein, weil da bin ich viel zu konservativ, viel zu geradlinig und viel zu sehr auf Sicherheit bedacht. Nein, weil dafür war es zu viel harte Arbeit, um das einfach so wieder aufzugeben. Weil es ist ja auch die Angst, was kommt, wenn man dann wieder zurückkommt. Wahrscheinlich, man muss ja irgendwann zurück. Würden Sie sich trauen, für Ihren Traum alles aufzugeben, auch Ihre bürgerliche Existenz? Ich lebe meinen Traum. Ich habe schon viel riskiert und es läuft gut. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Wir haben die Leute übrigens auch gefragt, was sie mit 1 Million Minuten machen würden.
Und fast alle haben geantwortet, Reisen. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein Traum. Also, ich meine, wichtig war ja der eine Mann, der gesagt hat, ich bin jetzt hier, was weiß ich, in Köln, und das ist schon mein Traum, dann ist ja wunderbar. Interessant wird es ja dann, wenn Leute sagen, ja, wenn ich im Lotto gewinne, Geld, dann kann ich irgendwann endlich los. Ne? Ja. Weil dann gibt es ja einen Traum, der nicht erfüllt wird. Und die Wahrscheinlichkeit wird ja auch nicht größer, dass es irgendwann in Erfüllung geht. Je länger man wartet, desto unwahrscheinlicher wird es ja eigentlich. Ja. Man hat dann zwar vielleicht mehr Geld, aber man wird ja nicht gesünder und es gibt neue Verpflichtungen und so weiter. Mhm. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen den Träumen, die man erreichen kann, und denen, die vielleicht nicht in Erfüllung gehen können. Das ist wichtig. Mhm. Aber es geht, glaube ich, mehr, als man denkt. Mhm. Hoffentlich. Die Angst der Existenz, die spiegelte sich in der einen Antwort direkt wieder, bei vielen zwischen den Zeilen. Wie haben Sie es geschafft, die zu verdrängen? Haben Sie sich gedacht, irgendwas mache ich schon, wenn ich wieder heimkomme? Nein, also ich war auch ein bisschen weicher gebettet. Dadurch, dass ich als Lehrer gearbeitet hatte, hatte ich natürlich die Möglichkeit, wieder zurückzugehen in den Beruf. Mhm. Insofern bin ich nicht das volle Risiko eingegangen. Und für Selbstständige, die ihren Kundenstamm verlieren, ist das auch alles nicht so einfach. Das weiß ich auch. Aber auf der anderen Seite, warum diese Verzagtheit? Was können wir schon verlieren? Wir werden wahrscheinlich nicht arm. Also wenn wir eine Pause machen und es entsteht ja auch ein neuer Reichtum. Also woran misst man das Risiko? Mhm. Ich habe vielleicht sonst das Risiko, dass ich meine eigenen Kinder gar nicht gut kenne oder mit denen keine Zeit habe. Das finde ich ein großes Risiko. Das möchte ich nicht eingehen. Da möchte ich die Sicherheit haben, dass ich mit meinen Kindern gemeinsam Zeit verbringe. Und der Reichtum, der danach entsteht, ist natürlich, der geht auch nicht mehr weg. Also diese Verbindung zu den Kindern und die Erinnerungen, die wir haben, das ist unser Reichtum. Zurück in Bonn sind Sie mit der Situation gar nicht gut klargekommen, ne? Nee, das stimmt. Also jetzt mittlerweile habe ich es ganz gut verdaut, wobei wir jetzt auch schon wieder losfahren wahrscheinlich. Ja. Für mich war das schwierig, die Freiheit zu verlieren, jeden Morgen mich aufs Neue zu fragen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und das war nämlich so. Wir haben ausgeschlafen erstmal. Warum schläft eigentlich nie jemand aus in Deutschland? Alle stehen Weil's im nicht Dunkeln. Geht. Ja. Ja, was heißt es geht? Ja, na, so gut. Also so, und wir sind aufgestanden und haben überlegt, was machen wir denn? Also diese große Freiheit, die habe ich am Anfang schmerzlich vermisst, bis ich auf die Idee gekommen bin, gut, wenn du hier bist, hast du die nicht. Aber dann musst du dich eben entscheiden. Entweder du bleibst hier, dann darfst du nicht jammern. Ja. Oder du gehst wieder weg, dann hast du es wieder anders. Ja, besser. Aber man kann sich entscheiden. Mhm. Die Kinder, wie sind die mit der Situation klargekommen? Sie haben gerade schon seit 700 gesagt, ja, und nur, hallo, gehen wir mal weiter, gehen wir weg aus Bonn, wieder woanders. Für die Kinder war es kein Problem. Die nehmen ja alles als Spiel, als neue Station. Die Nina ist dann in die Schule gekommen, das war spannend für sie. Simon auch in den Kindergarten, und das war auch in Ordnung. Wobei jetzt so allmählich ist es so, dass sie beide sagen, so, naja, also jetzt haben wir das ein paar Jahre gemacht, jetzt reicht es so eigentlich auch. Was haben Sie von der Reise mitgenommen? Ich hab das Schöne an den Reisen ist ja, dass überall auf der Welt, ne, also Sie haben den ja jetzt hier hingestellt, ne, ja. Das ist jetzt nicht so, überall auf der Welt ist was anderes selbstverständlich. Mhm. Alles ist anders, außer hier. Und wir tun hier ja immer so, als wäre alles selbstverständlich. Morgens früh aufstehen, 50 Stunden arbeiten, Kinder in die Kita, Kinder abends wieder abholen. Kaum jemand hat Zeit. Meine ganzen Kumpels kommen nach Hause, wenn das Kind schon im Bett ist, und wollen das eigentlich gar nicht. Das ist aber nicht selbstverständlich, weil es gibt ganz viele Orte, wo es anders ist. Und das lernt man natürlich nur auf einer Reise kennen. Also zum Beispiel, ich stand vor einem Supermarkt in Australien und der war zu, 7.55 Uhr, 17.55 Uhr. Und ich habe erst mal geflucht und habe gedacht, was für ein Quatsch, wie können die so früh zumachen? Dann habe ich den Besitzer eine halbe Stunde später am Strand getroffen mit seinem Sohn drachensteigenderweise und habe mir gedacht, ja, der hat's genau, das geht. Mhm. Und dann bin ich sogar noch zu ihm hin und habe gesagt, toll, dass du das machst und dein Laden ist ja zu und so. Und dann hat er gesagt, well, that's normal, that's how we do it. Mhm. Also das war völlig selbstverständlich. Ein ganz anderes Verständnis von Zeit und von Prioritäten. Und eine neue Reise ist geplant. Februar geht's wieder los. Tatsächlich, ja. Also heute, am Montag, ist in Bonn Sperrmüll und 80% des neu angesammelten wandert wieder da raus. Und am 1. Februar wird's losgehen. Wohin geht's? Australien. Unter anderem ja. Mein Gott. Und dann vielleicht ein neues Buch. Wolf Küper, vielen herzlichen Dank. Gern. Viel gelernt. Ich bewundere Sie. Na, vielen Dank. Ich komme mit. So. Dankeschön. Alles klar.